Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Wachtelkanal. Ihr seht, alle unsere leider nur noch 6 Wachteln sind im Innenstall. Das heißt, dass wir heute draußen ausmisten. Und nachher auch noch innen. Aber als erstes möchten wir jetzt draußen ausmisten und euch das Ganze zeigen, wie wir das machen. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir beginnen jetzt erstmal damit, dass wir die ganzen Verstecke, die hier rumstehen, hier oben, zeig mal einmal, hier oben auf den Innenstall stellen. Und ich würde sagen, los geht's. Jetzt haben wir alles hier oben drauf gestellt. Ihr seht, hier überall liegt jetzt das ganze Stroh. Und hier draußen steht die Tonne mit dem Futter drin, weil die passte hier nicht mehr drauf. Als erstes, was wir jetzt machen, wir holen unsere Werkzeuge und haken alles auf einen Haufen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder. Also, wir sind jetzt fertig mit dem Stroh rausnehmen. Wie ihr seht, ist jetzt einigermaßen sauber. Wir graben jetzt alles um, damit die ganzen Ausscheidungen jetzt nicht mehr oben drauf sind, sondern dann unter der Erde sind. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen euch wieder mit. Wir sind jetzt hier fertig mit Umgraben. Jetzt ist das hier alles noch schön so aufgelockert. Das ändert sich aber, nachdem man 2-3 Mal wieder durchgelaufen ist. Jetzt holen wir das neue Stroh und dann richten wir wieder alles ein. Und als nächstes machen wir dann in den Innenstall. Bis gleich. Die Einrichtung ist wieder drin. Wir haben mal diesmal anderes Stroh verwendet. Ein bisschen grüneres. Sieht ein bisschen natürlicher aus. Wir fanden das mal ganz schön. Und jetzt können wir die Wachteln auch schon wieder rauslassen. Und dann seht ihr ihre Reaktion auf die neue Einrichtung. Also was heißt neue Einrichtung auf das neue Stroh? Jetzt macht Felix eben auf. Ich denke mal, die werden da gar nicht direkt rausgehen, ja. Aber doch, die erste geht jetzt raus und können sie mal verfolgen. Zweite. Hallihallo. Ich glaube, die erkunden erstmal. Ja. Und jetzt warten wir, bis alle draußen sind, machen wir die Klappe wieder dran und dann machen wir den Innenstall. Ich würde sagen, bis gleich. Alle Wachteln sind draußen. Hier wird sich direkt in der neuen Einrichtung schon gebadet. Und jetzt machen wir hier alles auf einen Haufen. Es kommt dann wieder in die Tüte da vorne und dann kommt neues Einstreu rein. Ich würde sagen, bis gleich. So, wir entschuldigen uns jetzt einmal kurz für die Hintergrundgeräusche. Unser Nachbar baut momentan einen Pool. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier das Einstreu gewechselt im Innenstall. Jetzt kann die Klappe auch wieder aufgemacht werden. Hast du das einmal? Und ja, ich hoffe, wir konnten euch zeigen, wie wir ausmisten. Und vielleicht konnten wir euch ein paar Tipps auch mitgeben, falls ihr noch Wachteln bekommt. Dann würde ich sagen, das war unser Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ciao und bis bald.